Ja, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, die Rockstar Buddies. Ja, also ich muss mal ganz kurz was loswerden, bevor das eigentliche Video startet. Und zwar macht uns das Ganze, was wir hier tun, unheimlich viel Spaß. Das ist so, dass wir tatsächlich uns ganz oft treffen, Videos schneiden, Videos bearbeiten. Dann ist es im Nachhinein so, dass wir dann irgendwie merken, oh, jetzt habe ich das fünfte Mal gemacht oder und das heißt quasi, wir sind so ein bisschen auch dabei, immer mal zu gucken, wie sind Versprecher. Ich versuche das Ganze ein bisschen authentisch rüberzubringen. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten die ganze Zeit nonstop an unserem Kanal. Das macht echt einen Riesenspaß und wir versuchen uns weiterzuentwickeln. Das Ganze ist allerdings auch nur möglich, und da kommen jetzt mal so ein paar Danksagungen, weil wir eine Menge Leute haben, die uns Sachen ermöglichen. Und unter anderem ist es die Frau von Backe, der heute wieder an der Kamera ist und immer dabei ist, und das ist die Bea und meine Frau, die Nicole, die das hier möglich macht, dass hier alle 5 Minuten einer an der Tür klingelt und hier reinkommt zum Interview und wir hier die Räumlichkeiten nutzen können, ohne dass sie uns aufs Dach steigt. Das ist auch super. Die hat sogar, glaube ich, selber Spaß dran. Die ist auch unsere beste Kritikerin. Die guckt nämlich mit mir die Videos immer, wenn sie dann erscheinen, und dann sagt sie mir immer, oh, da ist er wieder, das oder das. Und das ist halt so, ja, finde ich total super. Dann wollen wir auf jeden Fall der Annette Skobel danken, dass sie das Logo gemacht hat, was wir beide total cool finden. Und wir wollen dem Christian Marx danken für den coolen Trailer, den er uns gemacht hat. Dafür auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank. Und ich danke natürlich auch meinen ehemaligen musikalischen Weggefährten von Link. Die haben nämlich dafür gesorgt, ich glaube, die wissen das noch nicht mal, aber auf jeden Fall haben sie dafür gesorgt, dass wir die Trailermusik haben und die Ausklangmusik. Das ist auf jeden Fall schön. Das ist der Nate. Da gehen die Grüße rüber nach Amerika, nach Phoenix, Arizona. Dann ist es der Hagen aus Hannover, und Uwe wohnt jetzt mittlerweile in München, und Fernando wohnt, glaube ich, auch noch in Hannover. Haben wir noch wen vergessen? Ich glaube nicht. Okay, ja, in diesem Sinne, seid gespannt auf das Video, was jetzt kommen wird. Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen auf unserem Kanal, den Rockstar Buddies. Wir sind wieder da, und es ist ja immer noch die Jahreszeit, die dunkle. Es ist zwar schon, die Tage werden länger, und ja, meiner Meinung nach ist es auch schöner, wenn es dann wieder langsam hell wird. Aber zumindest ist es noch so kalt draußen, dass man auf jeden Fall, wie beim letzten Mal schon mit den Büchern, kann man durchaus auch noch das Sofa nutzen, um so ein bisschen die Zeit, bis es dann warm ist und man wieder rausgehen kann, zu überbrücken. Und ja, man hat natürlich auch nicht immer Bock, ein Buch zu lesen. Demzufolge ist es ja auch mal ganz schön, wenn man mal einfach einen chilligen Film guckt, sich ein Glas Wein aufmacht oder einen Tee dazu kocht. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Tipps meinerseits. Das sind größtenteils, oder nee, nicht nur größtenteils, sondern fast alles alte Filme. Aber aus meinem Blickwinkel gesehen sind es Kultfilme, die ich immer wieder gerne gucke, und die möchte ich euch einfach mal gerne vorstellen. Und da starten wir jetzt einfach mal mit. Und zwar mit dem ersten Video. Das ist die DVD Global Metal. Da, wie der Name es schon sagt, geht es um die Globalisierung des Metals. Und der Protagonist stellt ein bisschen vor, wo der ganze Metal verbreitet ist. Also angefangen von natürlich den ganzen Industriestaaten, USA, Deutschland und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich auch nach Asien, es geht nach Indien und überall hin. Und der Typ, der bereist sozusagen einmal die ganze Welt, um überall zu gucken, wie der Metal läuft, in China, an der chinesischen Mauer und so weiter und so fort. Und das ist echt spannend gemacht. Und ganz zum Schluss des Videos kommt er nach Valhalla. Und das ist natürlich, er landet in Wacken. Und das ist natürlich dann das größte Metal-Festival der Welt. Und das wird dann halt gezeigt. Das finde ich total spannend. Und davon gibt es auch einen ersten Teil, wo ich allerdings nicht weiß, genau wie der heißt. Aber zumindest da geht es halt darum, dass er tatsächlich die ganzen Metal-Genres erklärt mit allen Subgenres. Es ist auch sehr spannend gemacht. Müsst ihr einfach mal googeln. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole DVD. Kann ich auch empfehlen. Cover habe ich nicht, weil ich die DVD nicht habe. Okay, dann geht es gleich weiter.
Ha, ihr werdet mich schlagen. Die Scorpions. Ja, die Scorpions ist die Band, mit der ich damals angefangen habe, mit der Love It First Thing und der Blackout. Und, ach genau, und diese DVD ist, Scorpions Unplugged in Griechenland. Und das, finde ich, ist mal so eine ganz andere Weise, wie Scorpions das spielen. Die haben sich da ganz viele unterschiedliche Musiker zu eingeladen und ein paar Percussion-Menschen und Background-Sänger und so weiter und so fort. Und das ist, da sind die Songs ganz anders interpretiert, wie sie im Original sind. Und das finde ich richtig cool. Also finde ich eigentlich noch fast schöner, wie die Scorpions eigentlich sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Ding mal einzugucken. Das ist die MTV Unplugged Scorpions. Dann, wo wir gerade schon bei Wacken waren, ist hier die DVD Full Metal Village. Wer da jetzt einen Metal-Film erwartet, der ist schief gewickelt. Ganz am Schluss spielt Creator einen Song. Ansonsten geht es darum, dass eine asiatische Journalistin in das Dorf Wacken fährt und dort Interviews mit den Bewohnern macht. Das heißt, mit den Omas, die da Kaffee trinken, mit den Landwirten. Sie geht in den Gasthof. Und das alles aber in der Zeit, wo Wacken gerade nicht stattfindet. Das heißt wirklich, sie läuft das Dorf und lernt die Menschen in Wacken kennen. Und ganz zum Schluss gibt es dann so ein 5-minütiges Kurzvideo von Creator, damit man auch weiß, dass Wacken Wacken ist. Okay, dann natürlich ein Kultfilm, den sollte jeder kennen. Tenacious D und das Pleck des Schicksals ist ein kultiger Film. Ich habe die Band auch schon mal beim Rock am Ring live gesehen. Sehr witzig. Sehr witzige Typen. Und die suchen, ich erkläre den Film einfach kurz, weil wahrscheinlich jeder kennt, aber die beiden Jungs suchen letztendlich das Pleck des Schicksals, um mit diesem Pleck den sogenannten großen Hit zu schreiben, um den Durchbruch zu schaffen. Und das schaffen sie natürlich auch. Aber auf dem Weg dahin passieren viele, viele lustige Dinge. Also lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu gucken, falls ihr den noch nicht kennt. Dann gibt es meinerseits einen absoluten Kultfilm oder zwei Kultfilme auf einer DVD, Wayne's World. Legendär. Also da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Das sind die beiden Jungs, die in ihrem Keller sitzen und eine Metal-TV-Show machen. Und ich könnte mich immer wieder über jede Szene totlachen und ich kann auch eigentlich jede Szene mitsprechen. Und meine Frau hat gesagt, wie schrecklich, fürchterlicher Film. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Aber sie meinte, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ihr früher eure Wochenenden verbracht habt, als ihr den Film geguckt habt. Und so war's. Dann kommt ein Film, der so gar nicht hier eigentlich reinpasst. Zeiten ändern sich. Das ist der Bushido-Film. Aber den finde ich auch cool. Das beschreibt so die Geschichte von Bushido. Und ja, da gibt es natürlich auch irgendwie wieder eine Geschichte meinerseits. Nämlich, es gibt in Hameln ein Buchgeschäft. Und in diesem Buchgeschäft gibt es den sogenannten Männertisch. Und bei diesem sogenannten Männertisch liegen natürlich so die ganzen Bücher von zum Beispiel Hells Angels und alles, was irgendwie mit Großfamilie zu tun hat und natürlich irgendwie Spiegel-Bestseller und so weiter und so fort von Spiegel TV. Und da unter anderem gab es auch das Buch, wo es um diese Großfamilie rund um Bushido geht. Und ja, da habe ich mir das Buch mal gekauft und dann habe ich mir so gedacht, ja, war jetzt ganz spannend, das mal zu lesen irgendwie mit diesen Großfamilien, Macht der Clans. Und dann habe ich halt gedacht, guckst du den Film? Und den Film fand ich tatsächlich irgendwie spannend. Von daher kann ich ihn empfehlen. Gut, jetzt kommt der nächste. Das ist What's Up Rockers. Ist so ein Kultfilm auch. Da geht es darum, ist ganz viel mit Punkmusik untermalt. Und bei What's Up Rockers geht es um so ein paar Jugendliche, die mit ihrem Skateboard von South Central nach Beverly Hills fahren und sozusagen den Tag in Los Angeles verbringen und es wird so ein bisschen dieser Weg gezeigt. Es ist halt ein Spielfilm und was den Jungs alles so passiert. Und die lernen natürlich dann noch eine geile Schnecke kennen in der Villa von Beverly Hills und so weiter und so fort. Und ja, die Vorurteile sozusagen gegen Jugendliche aus South Central Los Angeles, der schlechte Stadtteil, gefährlichste Stadtteil auch von Los Angeles. Ja. Dann gibt es etwas, was ich total cool finde, das ist Rock of Ages. Das ist ein Musical-Film, wo es ja
hundertprozentig um die 80er Jahre geht. Alles, was man an 80er Jahre Songs, angefangen von Bon Jovi über Journey und, ist dort verwurstet worden in diesem Musical. Und dieses Musical ist tatsächlich hinterher nochmal auch am Broadway in New York gezeigt worden, dann später in London. Und jetzt aktuell ist diese Tour von Rock of Ages auch in Deutschland zu sehen. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe mir dafür Karten gekauft. In Hildesheim machen die Stationen und die Karten sind sogar gar nicht so teuer. Die sind nämlich, kosten nämlich 29 Euro. Das finde ich irgendwie relativ günstig, natürlich auf dem hinterletzten Platz. Aber das war mir die Sache nicht wert, da 70 Euro zu bezahlen und vorne in der ersten Reihe zu sitzen. Von daher gucke ich mir das Ganze auf jeden Fall mal an und werde euch dann natürlich mit Sicherheit auch darüber berichten. Vielleicht ein paar coole Fotos machen. Ja, okay, dann geht es auch schon wieder weiter zum nächsten Film. Das ist Still Crazy. Ja, Crazy ist, damit kann man den Film ziemlich gut beschreiben. Es geht um eine Band und es geht um diese fünf Mitglieder dieser Band. Er spielt in England und, naja, einer kommt auf den Gedanken, diese Band nochmal neu zu gründen, zu einem Jubiläum eines Festivals, wo die Band vor 20 Jahren mal gespielt hat und erfolgreich war. Und für dieses Festival will dieser eine Typ versuchen, sozusagen seine ganzen ehemaligen Kumpanen wieder mit ins Boot zu holen und fährt dann halt überall hin. Und das ist lustig, was die Jungs dann heutzutage alles so machen. Der eine ist Dachdecker und der nächste ist kein Schlossbesitzer, aber hat das große Schild, wo drauf steht, Schloss zu verkaufen, irgendwie in der Garage versteckt, damit es keiner sieht. Also von daher, ja. Und irgendwie am guten Schluss kommen die natürlich zusammen und spielen dann auf dem Festival. Aber es ist ein sehr, sehr witziger Film. Dann muss man natürlich zwischendurch auch mal seine Lieblingsband huldigen und das ist Toto. Toto ist meine Lieblingsband seit vielen Jahren und was die auf der Bühne zaubern, das ist schon unglaublich. Also es ist eigentlich was für Musiker, würde ich sagen. Also gut, man kennt natürlich die ganzen Hits wie Rosanna und Africa und. Aber eigentlich sind ja viel interessanter die Sachen, die so abseits von den großen Hits spielen, beziehungsweise wenn sie live spielen, was sie aus den Hits machen. Also die haben dann so wirklich so Songs wie meinetwegen Africa und da draus wird dann in der Mitte eine Instrumentalversion gemacht mit einem riesen Frickelalarm und das ist richtig geil, sich das anzugucken. Also wenn man Musiker ist, muss man das mal gesehen haben und live sowieso. Also Toto ist echt der Knaller. Ich habe die in Gelsenkirchen im Amphitheater gesehen vor 2 Jahren und das ist schon wirklich legendär. Okay, dann gibt es jetzt mal was ganz Düsteres, nämlich Lords of Chaos. Das ist die Story von Mayhem und von Varg Vikernes, der ja irgendwann auch im Knast gesessen hat, weil er jemanden umgebracht hat und ja, in den Nazi-Sümpfen abgetaucht ist und ja, ist ein sehr krasser Film, auch freigegeben ab 18. Und ja, also so das Finale des Films hat mich auch ganz schön umgehauen. Also es ist echt spannend, aber es erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an die damalige Zeit. Also als ich so Anfang des Films sieht man so ein paar Szenen, wo die sich alle rund um den Proberaum treffen und alle mit ihren Kutten und so. Das erinnert mich an meine gute alte Zeit, als ich selbst noch eine Kutte hatte und wo wir uns dann immer irgendwie an der Bushaltestelle getroffen haben und da nur Scheiße gemacht haben letztendlich. Das gilt auch für diesen Film, Total Trash. Der ist jetzt gerade relativ neu rausgekommen, letztes Jahr. Das beschreibt so ein bisschen die Metal-Szene in den 80er Jahren. Und zwar die Trash-Metal-Szene. Und ja, es geht da unter anderem um Bands wie Creator, Sodom, Destruction, Tankard und so weiter und so fort. Und da kommen so die einen oder anderen zu Wort. Und es wird halt viel so, werden so die alten Straßenzüge gezeigt und wo das alles stattgefunden hat, Zeche Karl Essen und so weiter und so fort. Also ist sehr spannend. Und zum abschließenden Abschluss kommt mein absoluter Lieblingsfilm. Der ist auch schon aus den 80ern. Das ist Verlierer. Und das ist für mich ein absoluter Kultfilm und den muss man als Musikfan meiner Meinung nach gesehen haben. Spielt eben falls in den 80er Jahren und da spielt Ralf Richter mit, Campino von den Toten Hosen
Und ja, es geht um zwei rivalisierende Rocker, nein, nicht Rocker, zwei rivalisierende Metal-Gangs. Und ja, dann gibt es am Schluss das große, den Showdown und ja, der Hauptdarsteller stirbt. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Und es ist auf jeden Fall ein cooler Musikfilm. Unter anderem gibt es da auch dann einen Konzertausschnitt aus der Zeche Karl in Essen. Von daher, ja, lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu gucken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Winter und viele schöne, ja, Musikabende. Bis demnächst, eure Rockstar Buddies.